Und an einem Freitag, da hat man schon gehört, dass die also jetzt schon ziemlich nah bei Offenburg sind, da hatten wir also mit gerechnet, dass am Samstag diese Truppen bei uns einmarschieren. Und dann kam noch einmal ein Jabu-Angriff an dem Freitagmorgen und da hat so ein blöder Idiot, ein Soldat, aus einem Hof heraus mit dem MG nach den Franzosen geschossen. Und die haben das dem scheinbar übel genommen und haben kehrt gemacht und haben halt einmal das ins Dorf reingeballert bei uns. Da brannten natürlich sofort drei Häuser. Das war der erste Kriegsschaden bei uns und die Flammen da hoch und der Rauch in die Höhe. Das war an einem Freitag. Samstag war es dann ruhig, das heißt, dann sind die deutschen Truppen zurückgeflutet durchs Dorf. Gell? Also in völliger Auflösung. Gell? LKWs, Geschütze, Fußgänger, also Infanterie. Es wurde also immer weniger. Das war nicht am Samstag, nein. Samstag war relativ ruhig. Aber man hörte halt schon das Gebrumm der Panzer in der Ferne. Das war am Sonntagmorgen, so war das ja. Dann sind die da durchgeströmt und der Rückzug wurde immer weniger, wie so eine Wasserflut. Am Schluss sind nur noch ein paar fußkranke Soldaten durchgehumpelt und war Ruhe. In was für einem Zustand waren die LKWs und die Soldaten Ja und gut, es alles? war noch in einwandfreiem Zustand, aber es waren nicht mehr so viele, gell? Und ich muss dazu sagen, mein Vater war also auch im Vollsturm dann und musste noch in dieser Nacht, der war auch weg, musste an einer Brücke, die hatten so mussten die Brücken vorher schon sprengbereit fertig machen. Das war alles Sprengladungen drunter und Fliegerbomben, amerikanische dazu. Und der war also weg und hat in dieser Nacht, muss er noch auf befehlsgemäß mit seinen Kollegen eine Brücke in die Luft sprengen. Aber morgens, als am Sonntagmorgen, als ich zum Frühstück runterkam, saß mein Vater am Tisch. Da war man froh. Er war wenigstens wieder daheim. Und dann hat er erzählt, dass sie die Brücke gesprengt haben. Totaler Irrsinn, aber es war halt so. Dann war mein Vater daheim. Dann, als wir noch am Frühstück saßen, ist plötzlich das Fenster aufgegangen, ein Luftzug durch und ein Riesenknall in der Gegend, irgendwas. Und da haben die Deutschen ein Munitionslager in die Luft gesprengt. Dann war wieder eine Zeit lang ruhig und eben, da sind die Truppen so vorbeigeflutet und Richtung Gebirge wurde immer spärlicher und dann war fertig und dann wussten wir, die nächsten, die jetzt auftauchen werden, das werden jetzt die Franzosen. Wir wussten dann schon, dass das französische Truppen, die nächsten werden jetzt die Franzosen sein. Das war Sonntagmittag und wir saßen natürlich alle mit ziemlich mulmigen Gefühlen dagegen. Wir wussten ja nicht, wie die reagieren, was die mit uns machen. Das war ja auch die Propaganda der Nazis, die hatten uns ja das alles in den schrecklichsten Farben vorerzählt, was natürlich auch im Osten passiert ist teilweise. Und dann saßen die Mutter, wir hatten natürlich trotzdem Hunger, meine Mutter hat was gekocht und dann saßen wir am Mittagstisch und auf einmal gab es einen Knall und ein Pfeifen und nochmal einen Knall. Wir haben also französische Panzer ins Dorf geschossen. Das hörte man, gell? Man hat das mit der Zeit. Die Franzosen haben ja laufend über uns weggeschossen. Die haben ja jeden Tag am Morgens um 7 Uhr haben die, bei uns war das regelmäßig um 7 Uhr wurden wir geweckt durch eine Artilleriesalve in den Wald. Da war ein Munitionslager. Das hat man gehört. Aber das war, bei uns sind dauernd irgendwo Granaten über uns weggeflogen. Das hatten wir. Aber das war dann, hat man gemerkt, jetzt ist eine ganze flache Schussbahn. Das bekommt man zu hören. Und es ging dann immer wieder kurze Abstände, wieder ein Schuss. Und dann läutete plötzlich unsere einzige Glocke noch auf dem Kirchturm. Das war also Sturm. Sind wir rausgerannt, da sahen wir schon eine Rauchsäule. Und mein Vater, wie gesagt, war ja auch Sanitäter und hat sich immer verpflichtet gefühlt. Und dann ist er sofort seine Verbandskasten geschnappt und ist aufs Fahrrad gestiegen und ist ins Dorf gefahren und hat aber uns. Wir wollten natürlich auch gleich mit, gell? Sagt, aber ihr geht jetzt in den Keller, das ist jetzt gefährlich. Und dann sind wir, meine Mutter, meine Schwester und ich, wir sind immer in den Keller des Nachbarhauses. Das war ein gut gemauerter Keller, so ein bisschen mit Stahlträger. Wenn da mal eine Granate oben reingegangen wäre, hätte das nicht gleich für uns jetzt was Schlimmes bedeutet. Da sind wir in den Keller. Und dann diese Schießerei ging dann immer so stundenlang immer wieder, dieses Peitschen und Pfeifen und
explodieren. Und dann hat also das aufgehört. Dann sind wir raus und schauten, ob unsere Häuser noch ganz sind. Da war nichts passiert. Sind ein paar Häuser getroffen worden im Dorf, gab ein paar Schäden, aber nicht schlimm, und ein Verletzter. Und dann kam in der Zwischenzeit auch, standen wir rum. Wir hörten aber die Panzer schon. Wir hörten also schon das Kettengerassel vom Norden her. Und dann kam auch wieder unser Vater und sagte, die Franzosen sind im Dorf, sie kommen jetzt. Und dann hörten wir halt die Panzer, das Gerassel und das Motorengeräusch an der Kirche, das hörten wir alles so. Und dann war Stille. Und am Rathaus haben sie dann gehalten. Und da wurde dann auf dem Rathaus das Dorf übergeben, offiziell vom Bürgermeister. Also es war keine Verteidigung im Dorf mehr. Also die Truppen waren alle abgezogen. Panzersperren wurden alle aufgemacht, dass die freie Durchfahrt hatten. Und dann, das ging dann eine ganze Weile, war Ruhe. Wir sind halt auch gespannt herumgestanden. Und dann hörte man wieder, wie die Motoren angeworfen wurden von den Panzern. Und dann kamen die halt immer näher. Wir wohnten so etwa 50 Meter von unserer Straße entfernt in einer Seitenstraße. Und vorne an der Straße war eine Panzersperre über die Straße, so 3 Meter hoch. Und über dieser Barrikade tauchte dann plötzlich der erste Geschützturm eines Panzers auf. Da war man natürlich gespannt, schießt er jetzt auf diese Panzersperren? Das hat er zwar nicht gemacht, die haben dann angehalten und gesichert. Und als alles klar war, sind sie weitergefahren nach Süden.